Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Und ja Leute, ich will euch was sagen, Leute. Ich will euch was ganz Spontanes sagen. Auch wir haben einen Hockweiler gekriegt. Und zwar, Leute, einer hat ein... Das ist eine Arena 3 Chest. Ein Level 5. Leute, ich versuche die ganze Zeit den Lava zu ziehen und den Freeze im Shop zu kriegen, aber obwohl ich mir kein Geld habe, weil ich hier alles abgegrillt habe, ich habe den Packer schon und so weiter. Mir fehlt nur noch der Lava und der Freeze. Leute, und zwar kriege ich dann ein Level 5er. Und denke mir, ja, der, ich werde ihn bestimmt fertig machen. Der so, eigentlich kommt es jetzt nicht auf Level 5 oder so an. Aber ich dachte, ich mache einfach fertig. Und Leute, der fucking Level 5er hatte dann einfach... Wo ist er? Ich glaube schon. Warte. Der Level 5er hatte einfach, Leute... Ich konnte es einfach nicht glauben, Leute. Wie geht es? Ich lüge euch jetzt nicht an oder so. Hier, ich zeige euch einfach mal am besten diesen Kampf. Gegen Level 5er und ja, ich bin der untere. Der Level 5er, ihr seht ihn gerade, ich bin auf Level 7. Und der da. Leute, ich zeige euch mal den. Und der hat einfach ganz gechillt. Den fucking Lava-Hund, Leute. Der hat einen fucking Lava-Hund, Leute. Digga, was ist los mit dem? Guck mal, Leute. Ich schwöre bei Gott, der hat eigentlich einfach einen Lava-Hund. Ich konnte nichts anderes als wow schreiben. Ja, wir haben zwar viel, richtig, richtig viel Damage bei seinen Tor gemacht, aber der bei uns zwar noch gar nichts, aber Leute, ich wollte eigentlich direkt aufgehen. Ich habe mich schon gefreut, ja, ich werde den Kampf gewinnen, 100% oder so. Und auf einmal kommt er mit einem Lava-Hund. Nee, da dachte ich mir einfach, nee. So kann es nicht weitergehen. Und Leute, guck mal jetzt die Lava-Welt, wie viel Schaden die an meinen Tower machen. Ich mache mal auf 4, weil ich nicht sagen muss. Leute, guck mal, die Lava-Welt mit 884. Leute, guck mal, was für ein Abwacker der ist. Leute, und zwar, warte mal, kurz Pause. Oben auf seinen Königsturm. Guck mal, wie viel Schaden wir ihn schon gemacht haben. Leute, wir hatten eigentlich auch eine ganz, ganz gute Chance zu gewinnen, aber ich weiß, ich war auch ziemlich dumm, Leute. Da hat er es auch noch gekriegt, Leute. Wie doof bin ich eigentlich? Aber der konnte halt einfach nur so gut verteidigen. Guck mal, der hat einen Weinsmile gemacht, will er mich eigentlich ficken? Ne? Jetzt setzt er noch den nächsten Lava und Leute, was für ein so Abwacker ist das bitte schön. Warum? Ich frage mich manchmal, warum? Warum, du Hunde, warum? Ich habe eine Frage, warum zum Teufel tust du mir so eine Scheiße an? Du Hunde, du bist der richtige Hunde. Du bist ein richtiger Hunde, weißt du das? Du bist der größte Hunde, den ich je in meinem Leben gesehen, getroffen hab. Und du bist ein Hurensohn. Digga, du bist ein fucking Hurensohn. Ich schwör auf einen. Leute. Ja, dann hat er so gewonnen. Wow. Und der hat mich ausgelacht. Leute. Was war das für ein Hurensohn, Leute? Ich schwör. Das war der größte Hurensohn, den ich hier getroffen hab. Der abonniert den alle. Scheiß drauf, auf wie der heißt, ob ihr den kennt. Ich bitte euch, dass ihr ihn die abonniert. Ich hab doch den Packer, ja. Ich habe ich nicht mehr entdeckt. Und ja, Leute, kommt alle in den Clan Clash of Beast Clan. Ich bin hier der dritte Platz. Ich war der zweite, war ich wirklich. Zeigst du euch mal meine höchsten Trophäen. 1236. Da bin ich halt runtergestuft und war wieder Arena 3 und so weiter. Dann war ich wieder hier. Leute, ich habe alle Karten. Von Arena 1, Ausbildungslager, Arena 2 und Arena 3. Und ich würde sagen, wir machen mal ein Live-Battle. Und Level 7 noch. Wir haben den The Beast 23. Wir haben schon einen Gegner gekriegt. Ich denke mal, damit er jetzt keine Skelettarmee setzt,
Der lässt einfach durch ein bisschen. Die haben ganz viel Schaden an sein Tor gemacht. Das war dumm und schleinert. Das ist eigentlich richtig, richtig dumm von denen. Das war jetzt auch richtig schlau. Leute, ich habe da nichts anderes, außer die Skelett-Army zu setzen. Weil, Leute, ich glaube, wir werden sogar hier auf dem Kampf. In dem Fall werden wir wahrscheinlich noch gewinnen. Also, muss ja nicht sein. Vielleicht verlieren wir nur sie. Das wäre ziemlich, ziemlich blöd und peinlich. Nee, Leute, den kriegen wir schon. Hoffentlich mal. Ach komm, wieder. Oh, Level 8. Leute, eigentlich ganz schön hart bei dem. Bei meinem Freundchen. Morgen ist der letzte Schultag, Leute. Und danach sind Sommerferien. Freut euch schon. Ich freue mich ultra hart, wirklich. Ich kann es gar nicht abwarten. Warum wohl? Warum? Wir haben schon die nächsten Gründe mitzureden. Aber wir holen uns natürlich noch den zweiten. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Weil muss ja nicht sein, dass wir jetzt das Spiel direkt jetzt gewinnen werden. Der kann ja auch noch uns. Das war jetzt richtig, richtig gut von denen. Und richtig, richtig schlecht von mir. Abzuwehren wäre jetzt wahrscheinlich auch dumm, weil er den eh kriegen wird. Deswegen wäre es eigentlich ziemlich dumm, das abzuwehren. Ja, habe ich auch gesagt. Was habe ich gesagt? Und unseren Werter, was für ein Sohn haben wir jetzt? Wir kriegen. Leute, wisst ihr, Leute, ihr seid neulich, guck mal, Leute. Und der hat schon, Leute, halt's mal, du Hunsohn. Ich bin eh noch Arena 4. Warum kriegen wir so Hunsohn, ne? Das war's mit dem Video, haut rein und ich bin mit dem Netz.